Es geht um den Inhalt des Lochers, was ich aufbereitet habe in einem Buch und habe es geordnet in einem Ordnungssystem, was ich dafür entwickelt habe. Ich habe ein Dokument gelocht und habe mich aufgeregt und habe ein Locher vom Tisch geschmissen und musste danach aufkehren. Und er hat es angefangen. Es waren so viele, dass ich einfach gedacht habe, wie kann ich es am besten präsentieren? Und alle einzeln anfassen ging nicht. Und ich wollte es auch vergrößert haben. Und da kam die Idee zum Buch. Erstmal will ich das Buch halt noch präsent machen. Darum habe ich auch hier eingereicht. Und ich sortiere noch weiter. Der Inhalt des Lochers hat noch keinen Namen. Wenn man es in die Luft schmeißt, ist es Konfetti. Wenn man es sortiert, wird zu den Papyrioten. Seit dem vierten Semester ungefähr mit dem Thema Buchgestaltung beschäftigt und konnte halt feststellen, dass es halt viel um Typografie, Bildtextbezug geht, um Formate geht und dass es aber eigentlich nie um die Körperlichkeit ging. Und die Anfangsidee war, die Dreidimensionalität des Buches, also die Dicke des Buches mit einzubeziehen. Und das Ganze hat sich dann halt erweitert, dass ich dann den Begriff Buchkörper bei Spector Books gefunden habe. Aber der ist gar nicht definiert. Also ich habe bei Ursula Rautenberger oder bei Herrn Füssel auch geguckt und die verwenden diesen Begriff, definieren ihn nicht. Und ich habe versucht, für mich halt diesen Begriff zu definieren und also keine allgemeingültige Aussage zu treffen, aber für mich eine Grundaussage. Der Titel Ein Ort, Buch, Körper fasst es ganz gut zusammen, dass es darum geht, dass wir brauchen einen Ort, wir brauchen einen Körper und wir brauchen ein Buch. Und dass es quasi darum geht, diese ganzen Komponenten, die müssen halt vereint werden, damit es überhaupt funktioniert. Ich habe für mich gemerkt, dass es ein total wichtiges Thema ist, auch in der Gestaltungsgrundlehre und beziehe darauf jetzt auch meine Masterarbeit, dass ich quasi jetzt versuche, mehr im E-Book zu gehen und im E-Book quasi eine Lern-App zu bauen mit einer Thermologie zum Buchkörper und dass ich den einfach viel besser begreifen kann, als ich sehe halt im Studium und in der Arbeit im Buchlabor. Dass es halt oftmals zu Problemen kommt, dass ich zum Beispiel nicht eine 30-seitige Fadenheftung machen kann, weil es einfach von den Seiten, von den Nutzen gar nicht aufgeht. Für mich fängt der Buchkörper definitiv auch beim Inhalt an. Also ein Buch nimmt man mit allen Sinnen wahr. Also ich kann ein Buch riechen, ich kann es hören, ich kann es sehen, ich kann es fühlen und ich kann es auch schmecken. Und das ist die Komponente. Ich leck natürlich kein Buch ab, aber die Geschichte, die da drin erzählt wird, kann ja auch den Geschmackssinn anregen. Die Gestaltung gehört mit dazu. Also ich fange an beim Inhalt. Vom Inhalt generiere ich natürlich die Gestaltung und auch den Buchkörper. Und alles muss halt zusammenspielen. Natürlich auch in Berücksichtigung des Buchgenres, welches ich bediene. Ich kann das natürlich brechen, aber kann da natürlich auch mitgehen und im besten Fall, wenn das Buch natürlich veröffentlicht wird, den Buchhandel auch einfach machen damit. Also es war halt wichtig, diese verschiedenen Aspekte trotzdem zu bündeln. Also es geht mir nicht darum, in diesem Buch eine einheitliche Meinung zu bilden und zu sagen, und so muss es sein und so muss die Welt es jetzt sehen. Ich bin auf jeden Fall gewachsen an der Arbeit. Also die hat mir auch echt manchmal Kopfschmerzen gebracht. Vor allem hat sie mir, also ich habe gemerkt, dass ich schon immer so auch das gedacht habe, aber es nie für mich formulieren konnte. Und also es hat sich schon noch geändert, aber Ansätze konnte ich halt aus meiner vorigen Arbeit schon übernehmen und merke halt einfach, wie wichtig diese Körperlichkeit ist, dass ich meine, ich habe ein Buch und ich sehe es und ich habe ein Gewicht im Kopf und das kann ich auch unterschneiden und kann halt sagen, ich nehme ganz dünnes oder ich nehme hochvoluminöses Papier, was eine geringe Grammatur hat, um damit den Betrachter zu irritieren oder genau den umgekehrten Fall. Und damit kann ich ja arbeiten und der Geschichte quasi was mitgeben. Ich kann hier nichts hinzufügen, aber das hat Herrn Forstmann so schön formuliert, ich kann halt nichts hinzufügen, aber ich kann es halt unterstützen. Thank you.
einfach am Anfang das Thema Warten ist sehr interessant. So dieser Begriff, was ist das eigentlich? Man kann es nicht fassen, es ist irgendwie total undefinierbar. Es ist irgendetwas, was jeder kennt, aber wenn man es beschreiben soll, dann kann man immer nur sagen, worauf man wartet, ob man auf den Arzt, auf den Bus oder auf irgendwas anderes wartet. Aber was es genau ist, kann man irgendwie nicht so fassen. Also ich habe mir überlegt, dass ich etwas zum Thema machen möchte, weil ich das Gefühl hatte, dass das Warten immer sehr negativ aufgenommen wird von Menschen, dass es immer negativ behaftet ist und ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist eigentlich gar nicht so negativ und habe dann irgendwann dieses Buch in die Hände bekommen, was Warten vergessen heißt und allein schon durch den Titel irgendwie dachte ich mir, okay, das muss ich mir jetzt mal anschauen und dann habe ich es umgeblättert und habe irgendwie gemerkt, dass dieses Buch mehr Leerzeilen hat, als ich bisher so wahrgenommen habe in anderen Büchern. Da sind oft irgendwie nur so ein Satz oder zwei, dann ist da eine Leerzeile, dann kommt wieder ein Satz. Und irgendwie habe ich dann sofort gemerkt, okay, das ist genau das, was ich eigentlich gesucht habe. Es ist so eine typografische Übersetzung für mich zur Wartezeit und auch zur Wichtigkeit, weil durch eine Pause, durch diese Dauer erlangt auch so ein Satz an Wichtigkeit. Und auch bei einer Tastatur zum Beispiel, da ist die Leerzeichen ist eigentlich die größte Taste. Darüber denkt man gar nicht so nach. Und ich meine, es ist einfach wichtig und verbindet auch jedes Wort miteinander. Dann wird es ein Satz, dann wird es ein ganzer Text und es ergibt Sinn. Und da steckt einfach, finde ich, sehr viel dahinter, so, dass es zu einem Ganzen wird. Und die Dauer, die das alles verbindet. Und so bin ich dann auch auf diesen Faden gekommen. Wenn man diese Leerzeichen nachempfindet, das dauert ja auch, wenn man den Faden durchzieht. Und man empfindet im Prinzip auch diese Dauer und diese Wichtigkeit, die diese Pause hat, diese Leerzeile, dass genau das ist, was alles zusammenbringt. So. Und der Prozess, in den man sich versetzt. Bei mir war es ja auch so, mein Buch ist ja jetzt noch nicht durchgestickt, es ist ja jetzt ein Anfang, weil ich ja im Prinzip auch darauf warte, dass es vielleicht irgendwann mal fertig ist, dass man sich immer hinsetzt und weiterstickt.